Guten Tag, Freunde. Mein Name ist Marek Fis. Ich komme aus Polen und ich bin neuer Kompetent-Assistent von meinem Coach, die Legende Hans Arpay. Tor. Ich habe mir ja auch jemanden ausgesucht, der mal mit mir die Sachen macht. Er ist sehr sportlich, er ist immer positiv, er sieht in allem immer das Gute. So was habe ich gebraucht. Ich kann dir wirklich aus Gurke mache ich dir Banane. Mache ich dir wirklich. Immer positiv denken. Aus Gurke mache ich dir Banane. Ein Satz für die Geschichtsbücher. Marek Fis, der fulminant furiose Fußballfachmann aus Polen, ist neuer Assistent von Hans Arpay. Und Hans hat sich gleich zum Start die ultimativste Herausforderung ausgesucht, die der deutsche Amateurfußball aktuell zu bieten hat. Diese Jungs vom OSV Osbach 2. Wir spielen in der Kreisliga D. Die tiefste Klasse, die es gibt in Deutschland. Davon noch letzter. Kreisliga D und letzter. Na, das alleine wäre ja noch nicht so bemerkenswert. Hatten wir ja schon alles. Vielmehr beeindrucken die nackten Zahlen der Osbacher. Bis jetzt stehen wir leider bei 0 Punkten. 0 Punkte? 0 Punkte, Kreisliga D, richtig. Wahnsinn. Wahrscheinlich die schlechteste Mannschaft Deutschlands. Stell dir mal vor, wie geil das ist. Du bist der Schlechteste in Deutschland. Das ist wie eine Meisterschaft schon. Von unten auch, ne? Also du bist nicht irgendwie Mittelfeld, interessiert keine Sau. Du bist ganz, ganz unten. Ich meine, darüber redet ganz Deutschland. Darüber reden wir gerade. Ja. Für mich ist Ehre, dass ich bei der schlechtesten Mannschaft in Deutschland bin. Jungs, wisst ihr eigentlich, was im Fußball eine Fieberkurve ist? Fieberkurve? Ja, die macht ja normalerweise so Zacken. Wir laufen einmal unten lang. Was heißt das normalerweise? Man ist tot. Ja? Tot, genau. Man ist tot. Das ist der Exitus. Herzstillstand. Da sieht man, dass man Hilfe braucht. Ja, und jetzt kommen wir. Zur Osbacher Ehrenrettung muss man vielleicht sagen, dass sie erst seit knapp einem Jahr zusammenspielen. Die Mannschaft konnte sich also noch nicht so, sagen wir mal, ja, also noch nicht so finden, meinte ich. Eigentlich müsste nicht heißen olympisch, sondern paralympischer Sportverein. Wahnsinn. 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 Müssen Sie wiederbeleben, Hans. Ganz genau. Erstmal so einen Schlag geben, ne? Immer Buh und Bzz. Ja, oder Buh oder Bzz und Bum. Ich hole dieses Gerät und dann werde ich an jeden einzelnen von denen die wiederbeleben. Ne? Weil im Moment, das ist wie Walking Dead. Ja, tödlich ist vor allem das Torverhältnis des OSV. Eine Statistik des Grauens. Das Torverhältnis ist im Moment leider 3 zu 111. 111 Tore kassiert. 111. Und 3 geschossen. 3! Ja. In wie viel Spielen? 12? Ja. Na gut, besser als 0 Tore. Richtig. Und das ist der Torjäger von Osbach. Hi, ich bin der Tom, ich bin 24. Ich bin mit 2 Treffern der beste Torschütze der Mannschaft. Und Torschützenkönig somit. Wahnsinn. Erfolgreichste Torjäger von... Erfolgreichste Torjäger der zweiten Mannschaft aller Zeiten. Das ist richtig. Eine Tormaschine also. Auf Tom solltet ihr bauen. Das war die große Hoffnung. Mhm. Weil er steht vorne meistens wirklich richtig. Na, er steht nur vorne, glaube ich. Das ist das Problem. Er steht vorne richtig. Auch bei der Umkleide fällt der Olympische Sportverein zu Osbach etwas aus dem üblichen Rahmen. Kindergarten. Umkleidekabine ist im Kindergarten. Was man auch ganz deutlich sieht, dass das Kinderkabinen sind. Schön an der Schildkröte, am Elefanten und am Löwen. Im Kindergarten. Schmetterling. Was ist ein Igel? Zebra. Ich hab das Nilpferd. Du hast das Nilpferd, das ja. Sieht man nicht. Ich hätte jetzt eher Giraffe gedacht. Aber er sieht sympathisch aus. Das ist Wahnsinn. Nilpferd ist auch sympathisch. Ey, Nilpferd, spiel mal zu Vogel. Als kleine Leute an. Kannst du mir sagen, warum die sich im Kindergarten umziehen? Er gibt kein Vereinsheim. Und wo ist der Platz? Nun, auch nicht unbedingt direkt in der Nähe. Der Platz ist ungefähr 7-8 Minuten davon entfernt. Zu Fuß. Zu Fuß. Sie ziehen sich da um, müssen 7 Minuten zum Platz gehen. Mhm. Das bedeutet, wenn ein Spiel ist, in der Halbzeit wird nicht in die Kabine gegangen. Reicht gerade so. 7 gehen, 7 zurück. In die Kabine und dann, wenn wir da sind, gehen wir wieder zurück. Hast noch eine Minute für Pipi. Ne?
Und das ist die Strecke, die die Ausbacher vor jedem Spiel und theoretisch auch vor jedem Training zurücklegen müssen. Einmal 7 Minuten quer durchs Dorf. Könnte man ja auch theoretisch jetzt schon mal zum Platz joggen und sich warm machen und nicht so spazieren gehen. Das heißt, eure erste Maßnahme? Sofort hinlaufen. Gut, Marek. Sofort hinlaufen. Nicht Vollgas, aber schon zügig. Apropos Vollgas. Das ist Deutschlands vielleicht schlechteste Mannschaft auf einen Blick. Alles gemischt, ne? So ein bisschen jung, alt. Richtig. Einmal alles querbeet, wobei in Orsbach mehr alt als jung zu finden ist. Das ist ja auch eine Problematik, ist es unser Altersdurchschnitt. 19 Jahre. 22. 24. 26. 27. 31. 37. 38. 42. 48. 52 Jahre. Der Jüngste sagt schon Opa zum Erwin. Wir haben von 18 bis 52. Beziehungsweise unser Torwart, der Hans, der ist ja von 60. Der hilft aus, wenn nur dein Mann ist. Ihr sagt nicht, dass er ausspielt. Doch, manchmal. Der spielt? Mhm. Nun, am besten stellt sich der ältere Herr einfach mal selbst vor. Ja, hallo zusammen, ich heiße Hans. Ich bin hier im OSV der zweite Vorsitzende und auch Torwart der zweiten Mannschaft. Bin 59 Jahre alt und spiele seit 50 Jahren schon im Tor Fußball. Der kann bestimmt gut halten, weil er schon einen guten Vornamen heißt. Und da siehst du, Hans Talent liegt im Namen bei euch, ne? Ja. Diese Bilder hier sind übrigens weltexklusiv. Eine Trainingseinheit. Von Training hält man nämlich beim OSV im Allgemeinen eher wenig. Wie oft trainiert ihr so? Gar nicht. Gar nicht. Nie. In dem Sinne. Komisch. Sieht man gar nicht. Ich glaube, deren Feind ist der Ball. Kann sein, ne? Marek, nicht nur das. Auch mit der Kondition ist es nicht so weit bestellt. Nach 5 Minuten Training in der ersten Trainingseinheit der Historie Orsbachs ever pfeifen die Lungenflügel einiger Spieler La Paloma. Die sind ja kaputt nach 5 Minuten. Was haben die gemacht? Sie haben sich bewegt, Hans, wenn auch nur kurz. Aber wenn ein Organismus die viele frische Luft so nicht gewöhnt ist, dann ist das Laufen ja auch schon fast schädlich für die Gesundheit, oder? Top-Torjäger Tom hat jedenfalls Schnappatmung. Auf einmal kam ein helles Licht auf mich zu, ungelogen. Und meine tote Oma, die sagt, komm. Die sah glücklicher aus als wir beim Training. Nach 30 Minuten Premierentraining gehen bei den Orsbachern die Lampen aus. Kein Witz und wirklich nicht gestellt, liebe Zuschauer. Können nicht mehr, können nicht mehr. Wir haben 30 Minuten trainiert. Aber spielen die wirklich auch 90 Minuten durch? Wahnsinn. Wir haben 30 Minuten trainiert und dann haben die aufgehört? Ich meine, dass die Leute 30 Minuten voll trainiert haben, ist ja schon viel. Im Spiel sind sie nach 10 Minuten meistens dann schon am Limit. Wie spielen die denn 90 Minuten? Die schaffen noch niemals 90 Minuten. Sag mal, Tom, wie wollt ihr denn das Training mit Hans überstehen? Das haben uns ja auch keine gesagt, bevor wir uns angemeldet haben. Danke, Markus. Immer gerne, natürlich. Ich habe uns Montag Spätschicht. Ja, das wird wirklich. Das wird hart. Aber ich muss sagen, dass die haben sich beworben. Das ist doch der erste Schritt zur Besserung, oder? Das ist doch, kann man sagen, das doch muss man positiv sehen. Ja. Ja? Auf jeden Fall. Jetzt frage ich mich nur, für wen wird das erste gemeinsame Training eigentlich eine größere Herausforderung? Für die Orsbacher Orgelpfeifen oder für euch? Die Frage, die mir jetzt gerade so im Kopf ist, was machst du jetzt wirklich für Training? Du musst ja immer 100% geben. Und 100% weiß ich nicht, ob das geben können oder nicht können, überhaupt wollen. Du musst ja deinen eigenen Schweinehund überwinden. Das ist das Problem. Thema ist Schweinehund überwinden. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der OSV Orsbach ist mit 0 Punkten der allerletzte in der untersten aller Ligen, bekommt im Schnitt 10 Buden pro Spiel eingeschenkt und schießt selbst nie Tore. Sie sind im Grunde untrainierbar, weil sie ja gar nicht wissen, wie so ein Training aussieht, da sie ja noch nie trainiert haben. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Thema bei Orsbach ist Schweinehund überwinden. Also. Auf. Bälle aufpumpen, einfetten. Das stand aber nicht im Vertrag. Ja gut, mache ich den Scheiß halt. So, jetzt können wir nicht mehr. Feierabend. Die erste Aufgabe auf dem Acker von Orsbach ist für Hans neuen Assistent Marek Fiss, also gleich ein Himmelfahrtskommando. Egal, Auftrag ist Auftrag.
Ball ist hart wie Winter in Polen, kann man sagen. Beim ersten Auftritt an der Seite seines Idols will der positive Pole nichts dem Zufall überlassen. Marek hat einen Plan. So machen wir höhere Schwierigkeitsgrad. Wenn das weg ist, da ist einfach. Da ist kein jeder Mensch. So ist jetzt schwer. Und wir wollen besser werden, jeden Tag. Natürlich, das war nur Spaß. Das ist polnische Qualitätsarbeit. Ja, für uns ist ja eine ganz besondere Situation für alle heute, weil erste Training von Orsbach, erste Training von mir mit Hans. Und das ist eine ganz neue Situation, das Weltpremiere hier in Orsbach. Ne? Wahnsinn. Im Kindergarten zu Orsbach wird heute also Geschichte geschrieben. Deutschlands vielleicht schlechteste Mannschaft trainiert zum ersten Mal unter einem Trainer. Die Frage, die sich wohl nicht nur Sapai stellt, wie soll das gehen? Hallo zusammen. Servus. 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 Ihr habt mich also gerufen. Ja. Was habt ihr jetzt davon? Ich bin Hans. Hans Sapai. Mein neuer Assistent Marek. Hallo Freunde. Hallo. Ich habe gehört, 3 zu 111 Tore. Wer ist Top-Torjäger hier? Du. Ah. Vielleicht kannst du bei uns polnische Nationalmannschaft auch spielen. Das, ja. Das wäre gut, ne, für Deutschland. Das Thema, was wir aus den Bildern gesehen haben, ist einfach, dass ihr den Schweinehund überwinden müsst. Da ist das Thema, dass wir hier die Tage erarbeiten werden. Die Jungs sollen einfach ihren Schweinehund überwinden. Die wollen Gas geben im Training, um auch denen zu zeigen, dass Fußball jetzt nichts nur mit Gehen zu tun hat, dass man wirklich Gas geben muss, dass man mehr leisten muss als der Gegner, damit man überhaupt eine Chance hat zu gewinnen. Und das musst du im Training erstmal abrufen, damit du das auch im Spiel abrufen kannst. Ich habe gehört, der Platz ist ein bisschen weiter weg. Man kann sich von der Kabine aus schon direkt warm machen. Deswegen wird es so sein, dass wir einen lockeren Lauf machen bis zum Platz. Jungs, dann lasst uns rübergehen. Ich hoffe, dass alles fertig ist, Marek. Egal, was war, 3 zu 111 Tore, das zählt alles nicht. Es zählt nur ab heute jetzt. Das ist wichtig, wir fangen bei null an. Ne? Und das zählt, was morgen ist und nicht, was gestern war. Die erste emotionale Ansprache ist geschafft. Nun folgt der härtere Teil. Das Training beginnt mit einer enormen Herausforderung für die Orsbacher und Hans neuen Assistenten. Dauerlauf zum Platz, 4 Minuten am Stück, ohne Pause. Gib mir ein O! O. Gib mir ein S! Gib mir ein V! Keiner der Beteiligten hat eine aktive Erinnerung an eine letzte vergleichbare Strapaze. Fiss ist hochmotiviert. Jahrelang hat er auf diesen Moment mental hingearbeitet. Nun packt er die Gelegenheit trotz körperlicher Benachteiligung beim Schopf. Er will Sapai beeindrucken. Nicht schlecht, dein Neuer, hä? Ja, er kann auf jeden Fall laufen. Komplett neues Gefühl, jemanden da zu haben, der alles so vorbereitet. Ich kann nur sagen, ich gebe 30.000%. Ich möchte, dass du zufrieden mit mir bist und dass du siehst, vielleicht, wenn nicht was klappt, aber ich bemühe mich und ich mache das mit vollem Herzen. Ja? Genau das brauchen wir heute auch bei der Mannschaft. Richtig, das und noch ein bisschen mehr. Denn diese Jungs hier betreten heute als Mannschaft zum allerersten Mal den Aschenplatz, um zu trainieren. Wir laufen jetzt einfach hier locker zum Hütchen hier hin. Und dann gehen wir diagonal zu dem Hütchen wieder. Immer so weiter. Und dann, wenn ich Anweisungen gebe, die führen wir dann aus, okay? Erstmal laufen wir ganz locker. Und los. Laufen, locker, Anweisungen, zuhören. Alles ganz schön viel auf einmal. Den Orsbachern brummt schon nach einer Kurve der Schädel. Hans korrigiert. Bleib stehen, warte wieder. Jungs, konzentriert euch. Dahin laufen, diagonal, sonst nicht. Was Sapai damit meint, ist, dass beide Gruppen zur gleichen Zeit in der Mitte ankommen sollen. Schritt 1 heißt also, alle zur gleichen Zeit. Als Mannschaft. Wir machen alles zusammen, alles gemeinsam. Folgt nun Schritt 2. Das bedeutet anschließend in der Mitte im Reißverschlussverfahren einzufädeln. Mann für Mann, geordnet und nacheinander, versteht sich. Soweit die Theorie. Stopp, spulen wir zurück. Achten Sie genau auf die Spieler des USV. Die ersten beiden der linken Gruppe sind 5 Meter vor allen anderen in der Mitte. Dahinter klafft ein großes Loch. Erst beim vierten Spieler schließen die anderen auf. Natürlich ungeordnet. Wären wir jetzt im Straßenverkehr, boom. Wir kommen kurz zusammen hierhin. Ihr sollt eine Mannschaft sein. Das bedeutet, da ist ein Team und da ist ein Team. Wir fangen gleichzeitig an. Kreuzen hier gleichzeitig. Dann kann es ja nicht sein, dass beim dritten Mal die eine Mannschaft hier ist und die andere Mannschaft noch schon da hinten ist. Das hat von Anfang an nicht geklappt. Das ist zwei Anweisungen, war schon zu viel. Das hat nicht geklappt.
Versuchen wir es mit der nächsten Übung. Jetzt wird es für die Spieler des OSV Orsbach digital. Zuhören und agieren. Zwei Dinge, die direkt aufeinander folgen. Ihr kennt doch Beinarbeitsskipping hier so. Immer tippeln, 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 tippeln. Wenn ich sage Schulter, dann machen wir Schulter. Halten wir uns an die Schulter fest. Hier so. Wenn ich sage Bauch, Bauch. Wenn ich sage Wade, müssen wir Wade gehen. Kurz mal links, dann weiter. Wade. Füße in der Luft. Okay? Und dann, wenn ich sage Ball, dann geht es drüber vom hier gegenüber, wer als erstes den Ball in die Hand nimmt. Habt ihr verstanden, wie das Spiel geht? Ja. Dann also tippeln. Tippeln, tippeln. Bau. Arsch. Tippen. Ihr habt alle Tippen, ey. Echt Wahnsinn. Ja. Ball. Ja. Marek, komm, sag was. Renze. Sehr gut, sehr gut. Komm, alles voll hier. Bauch, Waden, Schuhe, 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 Ball. Wieder Ausgangssituation. Wenn ich sage, eine Übung, schnell machen, wieder Ausgangssituation. Und weiter, Brust, Luft. Runter. Wieder runter machen. Tippel, tippel. Warte. Schuhe. Und hoch wieder. Normal, normal, normal. Ey. Immer an die Sachen dran und wieder Ausgangsposition. 50% hatten Schwierigkeiten. Ja, manche mussten erst mal verstehen, dass der Befehl kommt und man die Übung ausführt und direkt wieder in die Anfangsformation kommt, in dieses Trippeln. Und manche sind halt wirklich dann stehen geblieben und haben gewartet auf den nächsten Befehl. Wenn ich so mache, bedeutet die Seite spielt mir den Ball an. Und du musst aber auch kommen und willst, ihr habt einen Zweikampf hier. Derjenige, der kommt mit dem Ball, so schnell wie möglich ins Tor machen. Nachdem die digitale Übung eigentlich gar nicht schlecht verlief, versucht es Hans nun das erste Mal mit Ball. Die Übung soll Schnelligkeit, Zweikampfverhalten und Abschluss trainieren. Ihr müsst nicht sofort schießen, wenn ihr... Wenn ihr seht, dass ihr Vorsprung habt, könnt ihr den Ball noch mal vorlegen und dann das Tor machen. Hans wollte, dass die Orsbacher Trainingsnovizen den inneren Schweinehund überwinden und sich zum Training zwingen. Zur Überraschung aller gehen die Spieler an ihre Grenzen und beißen. Vor allem zwei Tore Tormaschine Tom zeigt sich vom Betonplatz in Orsbach unbeeindruckt. Das tut ja schon beim Zuschauen weh. Das war brutal, du. Das passiert, wenn zwei Eisklötze mal gegeneinander knallen. Also die Titanic ist nicht untergegangen, Gott sei Dank. Also ich lebe noch, ich stehe wieder. Morgen komme ich vielleicht ein paar Minuten später aus dem Bett deswegen. Aber das war es auch schon. Also Mund abputzen, weiter geht's. Richtig. Tom zieht den Rest der Truppe mit. Auch wenn der Bewegungsradius noch übersichtlich ist. Die Einstellung der Orsbacher hat sich schon beim ersten Training spürbar geändert. Manche haben mal wirklich gesagt, man braucht zwischendurch mal eine Pause und geht vielleicht was trinken. Da ist aber wirklich jeder auf dem Platz geblieben. Und wenn dann der Hans gerufen hat, kommt zusammen, dann waren alle da. Also jeder hatte diese Motivation, da wirklich mitzuziehen. Und ich glaube, da war schon für manche so den inneren Schweinehund überwinden. Von wegen, ich bleibe jetzt auf dem Platz, ich bleibe bei der Mannschaft. Wir machen jetzt noch Elfmeterschießen. Wir halten unsere Hand auf den Ball. Laufen um den Ball hier rum. Sagen wir 20 Mal um den Ball. Und dann schießen wir. Okay? Grün fängt an. Diese Übung ist übrigens nichts für Menschen mit einem nervösen Magen. Die Regel besagt, dass derjenige, der umfällt, bevor er schießt, eine Runde schmeißen muss. Tom zeigt sich von all dem unerschrocken. Dass sich alles im Kopf dreht, kennt er von seinen Samstagabendstreifzügen nur zu gut. Achtung und... 20 Umdrehungen hat Sapai vorgegeben und damit das Koordinatensystem der Orsbacher komplett lahmgelegt. Mehr als 10 schafft keiner. Nee, andere Richtung, andere Richtung. Andere, nicht auf Hans. Obwohl sie gemerkt haben, boah, das geht nicht mehr, sie wird schlecht und so. Und sie haben es trotzdem auch wieder da ihren Schweinehund überwunden.
Apropos Schweinehund. Marek freut sich wie ein kleines Kind über Sarpays Übung. Kirmes in der Birne ist genau sein Ding. Er nimmt jede Herausforderung an und geht dahin, wo es wehtut. Allerdings ist sein Bewegungsapparat irgendwie schwerfällig. So gehen die Polen und die Polen. Alles sieht aus wie, Das ist Zeitlupe. Richtig, danke. Das wollte ich sagen. Ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Ich mache nur noch 10 Runden um Ball. Und dann gehe ich in Disco und dann, ne, Bunga Binga. Chef, stimmt eigentlich eine neue Staffel? Hans Sarpay, die Test steht für Coach, geht wieder los. Und wir suchen wieder 10 neue Mannschaften? Ich suche 10 neue Mannschaften. Die Sendung heißt ja Hans Sarpay. Das T steht für Coach. Ja, stimmt natürlich. Also du, Hans Sarpay, suchst. Aber mit Assistent Marek. Also ich helfe dir, wo ich kann. Bewerbt euch jetzt unter www.telekomfußball.de. Von Kreisliga D bis Oberliga, alles ist möglich. Egal ob Männer- oder Frauenmannschaften. Wir nehmen jede Herausforderung an. Ich nehme jede Herausforderung an. Zurück bei das T steht für Coach. Heute mit Deutschlands vielleicht schlechtester Amateurmannschaft. Um der Null-Punkte-Truppe Leben einzuhauchen, haben sich Sarpay und Fiss etwas Besonderes ausgedacht. Guten Morgen, Jungs. Morgen. Heute ist Mannschaftstag und heute wird richtig Gras gefressen hier. Wir sind heute bei einer der härtesten Sportarten von der Welt, Rugby. Und werden wir sehen, wer heute Mann ist oder wer heute Memme ist. Da die Jungs ihren Schweinehund überwinden sollen, sind wir zum Rugby gegangen, damit sie wirklich in den bestimmten Einheiten ihren Schweinehund überwinden, einfach da beißen und natürlich als Team zusammenarbeiten. Doch erst einmal werden die Teams aufgeteilt. Traditionell spielt bei der Team-Challenge Team Hans gegen Team Marek oder, um in Nationalitäten zu bleiben, Deutschland gegen Polen. Jungs, sind Übungen, wo es darum geht, wirklich Gas zu geben. Ich will, dass wir heute alles hier reinwerfen. Weißt du, stellt euch vor, das ist Ella, das ist der Gegner. Weißt du, wir machen alle Tricks, ob illegal oder legal, ist egal. Die erste Team-Challenge heißt Kameraden tragen. Aufgabe ist, dass jedes Teammitglied von den anderen möglichst schnell zu den grünen Pylonen im Hintergrund hin, drumherum und dann wieder zurückgetragen wird. Wer dies zuerst schafft, hat den ersten Punkt. Alles klar? Ja, okay, fertig. Okay, los. Der erste Fight beginnt. Die Polen rund um Marek halten zunächst gut mit und das, obwohl sie eigentlich gewichtsmäßig im Nachteil sind. Polen muss mit Tom, Thomas und Marek locker 100 Kilo mehr hin und her tragen als die vergleichsweise filigranen Deutschen von Hans. Bis zur vierten Runde ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch dann das. Marek plumpst zu Boden wie ein sehr, sehr alter polnischer Kartoffelsack. So einer mit schrumpeligen Kartoffeln, die schon keimen. Ohne jegliche Körperspannung. Hier in der Wiederholung sieht man seinen Fehler. Er greift nach innen statt nach außen um die Schulter und niemand sichert ihn ab. Naja, die haben mich getragen und ich habe mich fallen lassen, ne? Weil du kannst nur zu viert mich tragen. Ich habe mir einen Beckenriss zugezogen, aber du hast gesehen, ich habe trotzdem weitergekämpft. Mit letzten Kräften schleift Polen Marek über den Parcours. Der innere Schweinehund bekommt hier ein äußeres Gesicht. Polen beißt, Deutschland lächelt. Hans peitscht seine Jungs zum ersten souveränen Punkt der Rugby-Team-Challenge. Genau so wollen wir es auch bei der EM sehen. Hans' Analyse ist für seinen neuen Assistenten niederschmetternd. Der Schlüssel zum Sieg war einfach, dass Marek nicht in unserer Mannschaft war. Das nächste Spiel hat es in sich. Offense gegen Defense. Im Rugby heißt das für gewöhnlich Schmerzen. Zu machen ist, Spieler kommt, du gehst rein, ja? Kopf, Seite. Sollen wir Beine klären? Ja. Ja. Festhalten, also guck, dass er irgendwie festhält. Ja, und du machst den Druck nach hinten. Wir haben da einen Meter gelegt, also bedeutet, du musst Druck von einem Meter machen. Der Angreifer läuft auf den Verteidiger zu und muss versuchen, ihn einen Meter nach hinten zu schieben. Das erfordert Mut und Power. Versucht, wenn ihr da reingeht in das Pad, frontal, also, ne? Also wirklich da gerade drauf. Da habt ihr die ganze Kraft hier aus den Beinen. Mit der Schulter rein und wenn ihr das Bein greift, dann kann er nichts mehr machen. Dann kann ich hier machen, was ich will.
Er kann halt so kräftig sein, wie er ist. Diese Beine greifen, leicht hochheben, dann auf einem Bein habt ihr keine Stabilität mehr. Da schiebt ihr ohne Probleme einen Meter nach hinten. Geht es eigentlich schon darum, ja. Bein hoch und dann schieben oder so? Pass gut, also am besten, wir bleiben einfach so stehen, wenn wir das verteidigen. Genau. Dass sie uns gar nicht hochbekommen. Ja, es ist das, wenn du... Wenn da darf man denn so runtergehen? Klar. Stabilität ist gut. Genau, ist wichtig, dass ihr da an den Pads halt nicht einfach nur hier stehen hier und machen den lockeren, sondern hier richtig schön dagegen halten. Ne? Es kommt also auf Stabilität an. Außerdem sollte man die Übung auch verstehen. Hans geht in Orsbach auf Nummer sicher. Da ist ein Viereck. Hier fangen wir an. Da ist ein Pad, da ist ein Pad, da ist ein Pad. Du läufst an, gehst zu dem ersten Pad, knallst ihn weg. Wenn der einen Meter nach hinten gegangen ist, ist okay. Dann gehst du wieder in die Mitte, dann gehst du zum zweiten. Also okay. Also dann gehst du zum zweiten. Dann kommst du zurück, dann gehst du zum dritten. Aber wenn du zum ersten gegangen bist und du hast ihn geknallt und der ist nicht einen Meter nach hinten gegangen, musst du wieder in die Mitte und dann nochmal. Und dann hast du drei Versuche. Wenn du es nicht geschafft hast, dann gehst du zum zweiten. Das steht 0-0-1, das ist gar nichts. Jungs, wir haben unser Ding. Wir haben jetzt den Vorteil, wir sind alle hier Maschinen. Weißt du, alle sind Maschinen. Guck dir an, da sind halbe Hemden da. Weißt du? Wenn dagegen rennen, machen wir richtige Ballier. Das sind die Ersatzteile. Machen wir richtige Mauer. Machen wir richtige chinesische polnische Mauer. Ne? Also. Diesmal könnte die körperliche Disposition von Team Polen tatsächlich ein Vorteil sein. Polen beginnt in der Defense, also erstmal als lebendiger Rambo. Wohl das allererste Mal im Leben gereichen Mareks körperliche Unzulänglichkeiten zum Vorteil. Spielerisch wehrt er alle Angriffsversuche der deutschen Mannschaft von Hans ab. Tom hat in der Defense recht schnell einen Trick raus, wie jeder Angriff leicht abgewehrt werden kann. Sein Geheimnis: einfach tief genug bücken. Und dann auch so gucken. Ziehen wir nach unten. Und dann hast du das hier? Genau, also im Endeffekt, dass du so unten stehst. Und dann noch das Bein nach hinten. Und dann kurz bevor er kommt, noch mal richtig anspannen. Richtig. Und drückst dich aber noch ein bisschen nach unten, dann kann er dich ja gar nicht packen. Ja. Guck mal, wie er tief geht. Er ist fast hier. Du kannst gar nicht da unten dran gehen. Du hast Glück, dass die da sind. Wenn ich das wäre, ne? Ich hätte deinen Kopf mitgenommen. Ey, schön nach oben, halt, ne? Der muss sich konzentrieren. Ey, ich hab nichts gemacht. Hans hat da gar nichts verloren. Der brachte nur sich durcheinander hier. Trotz Hans taktischer Störfeuer lässt sich Polen mit Marek an vorderster Front nicht irritieren. Wir sind Ostblogger, Freunde. Ne? Ostblogger. Deutschland braucht 6 Minuten und 3 Sekunden für einen Durchgang in der Offense. Nun ist Polen in der Offensive. Die körperlichen Vorteile kehren sich ins Gegenteil um. Gut gearbeitet hier, gut gearbeitet. Was ist eigentlich einfacher, Offense oder Defense? Ich glaube Defense, ja. Offense auf jeden Fall. Ja, ich glaube, so stehen bleiben ist schon schwerer, ja. Man weiß nicht genau, wie der Gegner auf einen zugelaufen kommt. Du musst ja laufen und dann trotzdem noch Vollgas geben und quasi ihn versuchen zu heben, ne? Richtig. Also so 5 Aufgaben auf einmal und irgendwann nach 2. Mal vom Kopf her, du bist auch nicht mehr so fit. Kondition ist nicht mehr da, du bist nicht mehr so dabei. Wenn du in der Offensive bist, hast du eine Vorstellung, was du möchtest. Du gehst hin und knallst ihn weg. Wenn derjenige gut blockt, dann hast du da keine Chance mehr, irgendwie dran zu kommen. Und in der Defensive musst du so stehen, du weißt nicht, welcher Verrückte jetzt da kommt und dich nicht trifft oder so und dich nach hinten weghaut. Und wenn er dich vielleicht auch noch gut bekommt, dann kann es ja auch noch mal sein, dass du einen Meter nach hinten fliegst. Defensiv war das Schwierige, da wirklich dagegen zu halten, dass man sagt, ich stehe hier und du kommst hier nicht durch. In der Offense zeigt sich Marek von seiner eher femininen Seite. In der Defense eben noch der unüberwindliche Rambock. Nun, da es um Dynamik und Antritt geht, reißt dem putzigen, positiven Polen der Keilriemen. Man hat natürlich gedacht, der bleibt jetzt stehen und da kommt jetzt etwas, da kommt ein Zug, der den da wegrammt und so. Aber da ist gar nichts passiert. Der ist dahin gelaufen und hat die so ein bisschen gestreichelt. Ah, Entschuldigung. Und dann ist er wieder zurückgelaufen und dann hat er nochmal versucht. Ah. Marek, letztes Mal! Komm, Marek! Lass dir Zeit. Marek, deine Hose rutscht. Ja, das war Marek.
Die Osbacher Polen kämpfen trotz Marek gegen den inneren Schweinehund und ringen Team Deutschland im Schlamm von Aachen nieder. Polen gleicht aus. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Im Rugby heißt das, das Ei per Dropkick zwischen die Stangenbrettern. Gleich darf jeder einen Kick machen, aber es soll ein Dropkick sein. Jeder weiß, was ein Dropkick ist? Wichtig ist also quasi, dass sie ihn auf der Spitzenseite aufklitschen lässt. Sobald es um ein Spiel mit Ball geht, bekommen die Osbacher ihre Probleme. Egal ob Ei oder rund. Auch Mareks Bewegungen sind bemitleidenswert. Hans versucht es verzweifelt mit Coaching. Der Ball ist schon so in deiner Hand noch und dann musst du schon den Schritt machen. Und dann, wenn du den Schritt gemacht hast, und wenn du so machst, dann fällt der Ball erst. Das Problem ist ja, sie haben nur eine Chance. Und das macht die Schwierigkeit aus. Ja, und dass es etwas mit einem Ball zu tun hat. Tom ist Osbachs Top-Torjäger. Vielleicht wird er ja, naja, schon ziemlich knapp. Der Rest der Truppe hat in immerhin 12 Spielen genau ein Tor geschossen. Ich will dich nicht unter Druck setzen, ne? Ich hab eben gesehen, wie gut du das gemacht hast. Lass dir nichts von dem erzählen. Und hier sieht man auch warum. Nach jeweils 7 Versuchen auf beiden Seiten steht es 0:0. Schade. Für Polen tritt als letzter Markus an. Er schießt und... Ah, Pfosten, das gibt's doch nicht. Nun hat es Osbachs Torhüter Dirk in der Hand. Der allerletzte Versuch. Und tatsächlich, er trifft. Ein Torwart schießt Deutschland zum Sieg. Polen ist geschlagen. Das war unfair, weil die hatten einen Torwart. Dirk natürlich macht das jeden Tag 850.000 Mal, ne? Der Abstoß. So gehen die Polen, die Polen gehen so, und so gehen die Polen gehen so. Das ist eine Mannschaft und die wächst langsam zusammen und morgen gibt's Höhepunkt. Das stimmt, das merkt man aber auch. Das merkst du auch, wie die Jungs brennen und wie die anderen sich umarmt haben und alles. Das kannst du, als Zuschauer siehst du, das ist eine Mannschaft. Richtig. Und wir haben das so kurze Zeit schon geschafft. Ja, überleg mal, was die für Potenzial noch haben. Das fußballerische Potenzial gilt es jetzt für die punktlosen Osbacher im zweiten Training abzurufen. Marek möchte sich gerne mehr als Co-Trainer einbringen. Ich finde, dein Training ist ja Weltklasse, aber du brauchst vielleicht auch ein bisschen Unterstützung, weil du kannst ja nicht immer alles sofort machen. Vielleicht du kannst mir auch eine Aufgabe machen. Bist du sicher? Hast du gesehen heute, wie ich funktioniert habe, wie Rakete. Dann kannst du ja das warm machen. Hampelmann. Wie schreibt man das? Kannst du ja merken, Hampelmann, du musst es ja wissen. Mach mal, Hampelmann. Knie hoch. Ist hoch. Mach Knie hoch. Anfersen. 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 Hampelmann, Knie hoch, Anfersen. Erste Übung, die wir heute machen, ist Hampelmann. Kennt ihr vielleicht? Während wir das machen, zählen wir immer. Also als Mannschaft zählen. Alle Positionen? Nein, stopp, noch nicht, noch nicht. Gleichzeitig. Alle Arme raus. Und jetzt anfangen. Das erste Aufwärmen unter der Leitung von Fis verdeutlicht das goldene Händchen, das Sarpay bei der Auswahl seines Co-Trainers bewiesen hat. Ach, lauter, lauter! Die Osbacher Puppenkiste folgt dem filigranen Vorturner in vollendeter Synchronität aufs Wort. Eine Mannschaft wächst heran. Was? Also die Richtung stimmt. Die war fast richtig. Ist okay. Knie hoch, nicht so hoch, ne? Aber so das. Man noch zwei schafft. Und los. Alle zusammen zählen. Laut. Alles gut. So, jetzt ein bisschen Abwechslung. Jetzt belassen wir mal andere Beine von hinten und zwar anfersen. Und wieder laut zählen. Und alle als Team wieder, alle Mannschaft zusammen. Im Kollektiv als Mannschaft spulen die Osbacher das polnische Warm-up runter. Marek erklärt uns noch mal den strategischen Aufbau seines Aufwärmprogramms. War Hampelmann, war Anfersen. Also, das war dabei. Nummer 3 war Knie hoch. Knie hoch, genau so.
Und Nummer 4 war Koordination, aber leider diese Leiter steht in Schule. Als nächstes steht erneut die Arbeit mit dem Ball an. Das machen unsere Ausbacher ja bekanntlich nicht so gerne. Bei diesen Bällen aber auch kein Wunder. Nicht, dass du gut hörst, dass er hart ist. Dank, dank. Der Ball ist hart wie Winter in Polen, kann man sagen. Und fordert genauso viele Opfer. Der arme Erwin wird von einer dieser Betonkugeln erwischt und fällt wie vom Blitz getroffen um. Der Ball ist so hart, hat voll in der Schläfe einen abbekommen. Ja gut, Erwin ist leider nicht das Kopfballungeheuer. Weißt du, normalerweise Ball platzt und nicht dein Kopf. Das üben wir noch mal. Ja. Ball aufpumpen. Ich hole diese Ausbildungsscheine nach. Wir kommen nun zum fußballerischen Höhepunkt für heute. Fans unserer Sendung kennen die Übung unter dem Stichwort Klatschen diagonal. Hans erklärt, wie sie eigentlich gehen sollte. Ich zeige euch das. Ganz langsam. Wir machen das jetzt erstmal im Gehen. Ganz leicht. Ich spiele mich zurück an. Ich spiele nach da. Du spielst dann hier hin. Fußball ist ja auch ein komplexes Spiel. Es ist nicht nur immer einfach von A nach B, sondern es kann sein, dass derjenige den Ball kriegt und spielt von A nach B, der kriegt B zurück und spielt auf C direkt. Du kriegst einen Pass und du klatschst zurück. Dein Ball darf nicht über diese Linie hier gehen, über die Mittellinie, wenn ich dich anspiele. Ich spiele dich an, ganz genau. Jeder, der den diagonalen Ball kriegt, der muss das Tempo rausnehmen. Der den diagonalen Ball spielt, kann ein bisschen wieder Geschwindigkeit reinbringen. Komm, los, alle zwei Kontakte. Gehen, stehen, nur eben auf keinen Fall bewegen. Die Ausbacher Hirnlappen sind stimulationsmäßig im Ausnahmezustand. Wenn man die Schraube etwas dreht und das komplexer macht, haben sie Riesenprobleme. Und da mussten wir im Training alles eigentlich schon im Gehen machen. Drei Fragen müssen in Hundertstelsekunden entschieden werden. Erstens, wohin mit dem Ball? Zweitens, wohin mit den Füßen? Und drittens, wohin in Gottes Namen mit dem Ball? Wir hatten immer Mannschaften, die am Anfang so ein bisschen Probleme damit hatten, aber die sind dann immer ganz schnell wieder reingekommen. Und hier bei der Mannschaft, die hatten am Anfang Probleme und die Probleme sind immer mehr geworden, nicht weniger geworden. Annehmen, diagonal, annehmen, 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 diagonal, annehmen, zurückspielen, annehmen, diagonal, annehmen, zurückspielen. Du hast den Ball! Ist nicht eine Aktion, du hast zwei Aktionen im Spiel. Annehmen. 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 Es ist nicht. Das Problem ist, ihr spielt den Ball und ihr denkt, ihr habt nichts mehr mit der Sache zu tun. Aber habt ihr noch? Helft euch gegenseitig. Komm weiter. Annehmen, diagonal. Annehmen. Hier. Es ist, glaube ich, alles normal, weil sie nicht trainieren. Ich glaube, desto öfter du trainierst und die Übung wiederholst, dann kriegst du das auch in deinen Schädel rein, merkst du das und dann funktioniert das auch irgendwie. Und wenn du nur zum Spiel kommst, dann wird es natürlich schwierig. Oder auch unmöglich, zumindest heute. Aber es ist ja auch erst das zweite Training im Leben unserer tapferen Recken. Die haben ja schon hingeschmissen. Die waren alle enttäuscht, dass es nicht funktioniert, dass es nicht klappt, dass sie es nicht verstehen. Die waren so mit sich selber beschäftigt, dass das nicht funktioniert, dass es dann nicht mehr funktioniert hat. Nicht die besten Voraussetzungen für das heutige Spiel gegen den Tabellenvorletzten Helrad 2. Die Anspannung ist im Kindergarten zu Osbach mit Händen zu greifen. Hans macht den Trainingsnovizen noch mal klar, worum es im Fußball eigentlich geht. Wir haben gut trainiert. Ich glaube, ihr seid auch noch mal enger zusammengerückt. Ihr lernt euch jetzt die Tage auch noch mal besser kennen. Durch das Training, man merkt, dass ihr Bock habt. Aber das reicht natürlich nicht, um ein Spiel zu gewinnen. Das Spiel wird nur gewinnen, wer richtig Feuer hat, wer dazwischen geht.
wenn den anderen Gegner auch mal wehtut. Wehtun wie beim Rugby. Den Zweikampf führen wollen, Zweikampf gewinnen wollen. Jeder Zweikampf muss wehtun, besonders auch für den Gegner. Einfach machen. Ackern, 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 ackern. Ich würde gerne noch zwei Sachen sagen. Ihr habt mitbekommen, oben die Reporterin kam, ne, von Radio. Und die hat gesagt, ach, die haben 3 zu 111 Tore. Im Büro sagen wir, ach, die Armen. Weißt du, heute zählt nicht 3 zu 111 Tore oder die Armen. Ich möchte, dass ihr die ganze Radio zeigt. Das sind nicht die Armen, das sind Leute, die sind rausgekommen, die haben sich zerrissen. Und das ist unser Platz, vergesst das nicht. Die kommen zu uns, das ist unser Territorium. Und das wird verteidigt bis zum letzten Mann. Das ist alles. Danke, Jungs. Nach dieser fulminanten Rede geht der Tabellenletzte hoffnungsfroh die 7 Minuten Fußweg zum Platz. Die Zuversicht, dass es diesmal endlich klappen könnte, ist riesig. Ich denke, mit der Hilfe vom Hans und eine vernünftige Einstellung von den Jungs, die 11, die auf dem Platz stehen, nachher denke ich mal schon, dass man da, sag mal, einen Punkt holen könnte. Wenn ein Sieg rauskommt, ist natürlich schöner. Oder sagen wir mal wenigstens eine 1:2 Niederlage, wäre auch nicht so schlimm. Man wird sehr bescheiden. Ja, das reicht schon, wenn wir eine ganz kleine Spitze nach oben gehen. Das wäre ja schon mal der Punktgewinn, wäre ja schon für uns eine Meisterschaft. Ich persönlich denke, dass es schwierigere Aufgaben gibt, natürlich, das gegen den Vorletzten zu gewinnen. Jeder von uns kann an dem Tag seinen Traum leben. Da wird auch jeder 110% gehen. Also ich kann auch davon reden, dass ich an dem Tag gewinnen will zu 100%. Ja. Freuen Sie sich auf ein Spiel der Extraklasse. Ihr Kommentator ist Guido Hüsken. Träume wollen gelebt werden. 110% Einsatz sind angesagt. Aber die in Weiß und Blau spielenden Osbacher erstmal in der Defensive. Erste Aktion und direkt mal Probleme für Dirk Kluck, den Keeper. Die sind ja keine Kreisliga D. Guck doch mal, was sie machen. Spielen auf jeden Fall gut nach vorne, die Hellrater, aber die Defensive von Osbach ist auch viel zu weit weg, genau wie in dieser Szene. Und dann kommt der gefährliche Aufsetzer, Schuss aus 18 Metern, Adam Stefan Carlos. Spät gesehen von Dirk Luck und der Aufsetzer ist dann nicht zu halten. Aber Osbach vielleicht mal mit einer Standardsituation. Das ist eine gute Ecke an den zweiten Pfosten. Oh. Steht die Defensive schlecht und tolle Abnahme da von Nino Keilauer. Weiter, genau, Nino. Richtig stark gemacht, aus der Luft Volley genommen. Aber der Torwart steht eben genau richtig. Das ist mal eine Phase, in der Osbach so ein bisschen presst. Da stehen sie sehr, sehr hoch und dann gibt es auf einmal diese Riesenlücke. Das darf doch nicht wahr sein. Das 2:0, Adam Stefan Carlos. Thomas Teschner lässt ihn da laufen, den Carlos, und so steht es 2:0. Die Reaktion vom Coach ist knallhart. Der Übeltäter muss runter, Thomas Teschner wird ausgewechselt. Aber dann, kurze Zeit später, da humpelt dann Jörg Wolf und es bleibt jetzt eigentlich für Hans Sapai nur noch eine Möglichkeit. Muss noch mal wechseln und kurios, da bringt er den Thomas Teschner wieder, der also jetzt zurückkommt und Osbach drückt in dieser Phase, aber Hellrad kontert stark. 26 Minuten sind gespielt, wieder offen die Defensive, 1:1 Situation und das 3:0. Klaus-Peter Bülles, den ersten Ball hält der Keeper Dirk Luck noch klasse, aber den zweiten kann er dann nicht mehr parieren. Offensiv von Osbach. Das ist eine Möglichkeit, mal Tom Bayer in Szene zu setzen. Der ist da schon im 16-Meter-Raum vorbei am Gegner. Aber dann fehlt ihm so ein bisschen die Spritzigkeit für den Abschluss. Auf der Gegenseite geht das Ganze ein bisschen zügiger. 36 Minuten sind rum. Das ist eine tolle Flanke von Noel Bohlert. Und dann ist ganz viel Zeit da am 16-Meter-Raum. Sascha Jansen nutzt diese Zeit zum 4:0 für Hellrath, die jetzt weiter druckvoll nach vorne spielen und sogar noch den 5. Treffer von Marco Bronner erzielen. Sehr, sehr gut herausgespielt. Kurz vor der Pause kann dem OSV Osbach jetzt eigentlich nur noch einer helfen. Gleich. Willkommen zurück bei Hans Sapai. Das T steht für Coach im Kellerduell der Kreisliga D. Zur Halbzeit steht es 0:5.
Moral also gefragt bei Orsbach, aber die sind sofort wieder in der Defensive nach Wiederanpfiff. Und da ist direkt der nächste Treffer. Michael Forst mit dem 6:0. Sie haben gehört, was Hans Sapai gesagt hat, aber das Geläuf ist schwierig in Orsbach. Matschige Bodenverhältnisse, aber sie hauen sich rein, versuchen die Zweikämpfe zu gewinnen, versuchen hier vielleicht sogar noch mal einen Treffer zu erzielen, um sich hier einigermaßen aufrecht aus diesem Spiel zu verabschieden. Da sind auch ein paar schöne Aktionen dabei, aber es fehlt so ein bisschen das Zwingende bei den Orsbachern. Und wenn es mal Gelegenheiten gibt, dann ist der Abschluss meistens nicht intensiv genug und zielgerichtet genug. Ein gutes Spiel gewonnen von beiden, siehst du auch. Der Gegner ist auch tiefer und so. Aber wir spielen auch besser. Ja. Ein bisschen, ja. Ja. Ah, besser ist das Spiel tatsächlich geworden, aber vor allen Dingen Hellrath spielt besser. Und jetzt geht es dann auf einmal ganz, ganz schnell. Das ist Adam Stefan Kallus mit seinem dritten Tor. Tunnelt den Keeper. Das achte macht Michael Forst. Da sind 80 Minuten gespielt. Wieder in der Offensive. Das 9:0 Klaus-Peter Bülis. Jetzt noch einmal der 10. Treffer von Sascha Jansen. Hellrath macht jetzt mit dem Gegner was will. Ein dreckiges Dutzend kassiert die Mannschaft also von Hans Sapai. Orsbach verliert einmal mehr zweistellig. Trotzdem, die ersten Trainingseinheiten in der Geschichte dieser Mannschaft haben Spuren hinterlassen. Wir haben als Mannschaft gefeiert für jeden Einzelnen. Gerade in der zweiten Halbzeit, glaube ich, hat man das gesehen, dass sich jeder von den anderen da reingeworfen hat. Und darauf kann man aufbauen. Wir wollen ja ab nächster Woche auf jeden Fall trainieren. Tag haben wir noch nicht, aber den werden wir gleich in der Kabine, ausmachen. Ja, das ist gut, die wollen auf jeden Fall trainieren, aber du bist noch nicht mal. Ich hab leider spät. Wer ist für Sonntag? Man kann sie einfach nur gern haben, unsere Jungs vom OSV Orsbach. Danke für unvergessene Momente auf dem Fußballplatz. Danke an die vielleicht beste, schlechteste Mannschaft Deutschlands.